Hey Guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut im Türkei Server Elo Client mit meiner Wenigkeit Azed in der Midlane. Wurde auch einmal wieder Zeit, dass ich mal wieder Azed auspacke. Immerhin sind das relativ viele Games wieder vergangen, seitdem ich ihn gespielt habe. Okay, es sind glaube ich gerade mal zwei gewesen. Einmal Twisted Fate und einmal Malphite, aber das sollte jetzt nicht weiter von Bedeutung sein. Wie auch immer, wir spielen hier gegen Ahri in der Midlane. Des Weiteren hatte ich auch wieder ein paar Smurfs Guys mit dabei, unter anderem den IDC Döftling und den Mr. MetLife. Das könnte also durchaus sehr interessant werden. Vor allen Dingen, wir befinden uns immer noch hier so im Diamond 5, Diamond 4 Bereich auf dem türkischen Server. Ich bin davon schon mal sehr gespannt, wie das hier sich alles entwickeln wird. Und ich hoffe mal, dass der Lohnungskrieg nicht so allzu lang sein wird. Aber ich denke mal nicht. Alle sind bei 100%, wie ich sehe. Ja. Wir haben mal wieder einen Master Yi im Gegnerteam. Das könnte unangenehm werden. Wobei, als jetzt geht das sogar noch teilweise. Das kommt mal drauf an. So, in-game. Game. 33 ms, sehr gut. Wie einfach alle Thunderlord haben. Bis auch mal sie. Warum Vayne mit Thunderlord? Ich weiß es nicht. Kann es echt nicht sagen. Ein Glück haben ja Kalista im Team. Kalista ist ein Hypercarry im Late. Genauso wie Vayne leider. Aber ich bin mal zuversichtlich, dass wir das hier carryen können. Boost. 2014 Dia, 2015 Platinum. Schon bad. Müssen wir uns mal genau anschauen, wie ihr Muster ist. Wie sie sich bewegt. Tanzt erstmal eine Runde. Sie hat Angst. Dass ich einen Q werfe. Muss ich darauf achten, dass sie mal ein Q macht, dass was ähnliches. Okay, das war irgendwie ein bisschen bad von mir gerade. Wirklich bad. Ja, die Game habt ihr teilweise Probleme. Ehrlich, okay, das ist natürlich ein bisschen suboptimal gewesen jetzt. Ärgerlich, wie sonst was. Haben trotzdem das CS. Das Traurige dabei. Level 3 erreicht. CS immer auf jeden Fall weiter vorne. Thunderlord Proc. Schade. Wäre sie nicht so früh geflasht, wäre sie vielleicht sogar tot. Ob sie sich noch weiter rantraut. Ich habe zwar auch kein Flash mehr. Ja,
Ich hatte nur 15 CS, das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Freut mich schon mal, dass unser Easy Smurf das First Blood bekommt. Ja, wundervoll. Wonderful, guys. Oh mein Gott, da habe ich den CS gemisst. War richtig hart. Eine Werf nehme ich noch mit. Und dann gehen wir auch back. 14 CS ahead. Ausreichend vorerst. Nimm so ein bisschen noch einen Hextrinker mit. Das sollte auf jeden Fall Arons sich vorerst nicht mehr killen können. Sie hat auch noch 3 Minuten kein Flash. Das heißt, wir können sie auf jeden Fall nochmal töten, bevor sie ihre Ultimate hat. Sie hat auch eine Menge XP verloren. Das Gute daran. Ich hätte schon den Armreif gekauft. Erreicht. Ich glaube nicht, dass Master Yi vorerst kommen wird, aber trotzdem. Ah. Eine Pinkbot reingesetzt. Ich dachte, ich hätte gewartet. Ist aber nicht. Mein Gott! Ich bin so boosted! Ich bin so verdammt nochmal boosted. Ich hätte sie töten können. Hätte, hätte. Geht sie weg? Ehrlich? Okay. Ist die Frage, wo der Master hier ist. Jetzt back höchstwahrscheinlich. Oder auch nicht. Flash hat sie jetzt wieder ab und Ultimate. Überlebt er? Ja, überlebt er. Wo ist denn der bitte jetzt hin? Ari, please! Ist nicht euer Ernst, oder? Egal, dann gehen wir einfach mal back. Wir sind 72 CS zu 45. Wow, das ist eine ordentliche Marke.
Also Ariel wird da nicht mehr viel Spaß haben. Vor allen Dingen, wenn sie nicht sofort auf Sonias gehen wird. Aber wird sie wahrscheinlich machen sofort. Ja, wird sie. Wird sie wahrscheinlich machen. Ist gut von ihr. Gut, das Decision Making. No technique is forbidden. Botner Sams. Ulten kann, ich sie nicht ulten kann, ich weiß es nicht. Ah, oh, das war ein guter Q. Ein schlechter Dodge von mir. Muss mal nachkommen. Das darf nicht wahr sein, oder? Ah, ich muss überlegen, was ich mache. Nee, lohnt sich nicht. Jetzt hat sie keine Ultimate mehr. Und keine Ignite. Jetzt hat sie erstmal einen Double Kill bekommen. For no reason. Weil es nicht viel ausmacht. Sie hat Double Buff. Ah, wundervoll. So, damit hat die Ari erstmal den Double Buff Transfer erfolgreich bestanden. Vielen Dank, Ari, an dieser Stelle, für diese milde Gabe deinerseits. So, 4 Healpots sollten ausreichen vorerst. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir hier den Double Kill an Ari gegeben haben. Weil wir jetzt langsam geroamt sind und keine Boots hatten. Das ist halt immer die Sache, muss ich mal überlegen, wenn man sich Boots kauft. Oh mein Gott. Heute mal wieder mal ein bisschen leicht von der Rolle, guys. Top-Laner ist richtig down. Ich sehe nothing. Kann das mal bitte weggehen, danke. Ah, ich bin ein Idiot. Trotzdem Double Shuriken. Verliere auch, glaube ich, keines CS in der Mitte. Nein. Scham ist draußen. Autsch. Pusht sie weiter? No technique is forbidden. Was hat der für Items? An enemy has been slain. An ally has been slain.
Ah, hier ist eine Mitte. Er ist tot. Good job, Master G. Ah, sie ist mit da. Er hat gesagt, sie ist weggegangen, gerade eben. Das heißt, wir können erstmal auspushen und vielleicht sogar V mal nehmen. Master Yi ist tot. 1-1-2 steht da, guter Mann. Kalista macht alles richtig. 6-1, nice. Ich habe gerade kein Ultimate ab, das heißt, ich kann sie vorher wahrscheinlich nicht töten. Tradition is the corpse of wisdom. Ah, das Riven. Marcy ist auch in der Nähe. Machen die denn? Nee, sie haben aufgehört. Okay, gut. Hat die Quinn sehr gut gemacht in diesem Fall. Sie hat erfolgreich den Herald unterbrochen. Den Herald. Ja, und das war mir klar. Oha, ja. War abzusehen, dass sie kommen würde. Da müssen wir uns die Zorn machen. War ein bisschen overgreedet, der gute Lee Sin, aber es macht ja nicht viel aus, im Endeffekt. Ich denke mal, das wird jetzt nicht so viel. Oh ja, ja, sie steht 3-2-1. Und hat Sony jetzt fertig. Jetzt kann ich sie also nicht mehr wirklich töten, mit meiner Ultimate. Natürlich sehr bedauerlich, aber trotzdem. Sollte soweit in Ordnung sein. Sehr gut. Ja, okay. Hat sich gelohnt. Ja, ist schon gehen. Ach, ist weg. Dann gehe ich erstmal back. I'm the truth. Bis jetzt stehen wir wirklich nicht so gut. 303. Das ist mittelmäßig. Kann man es nur sagen. Kalista macht einen guten Job. Weil wir natürlich zwei Level über der Ahri sind, was ordentlich ist. No technique is forbidden. Ja,
Da könnte sich Quinn tot sein. Quinn ist tot. Höchstwahrscheinlich. Das ist eine Pinkwort. 4-3-1 Ahri. Das war falsch. Oh, das wäre. Das wird. Ah! Ah, das war. Boah, tut das weh. Sehr gut. Ah, das hat bad gespielt von mir. Sehr bad. Man merkt schon, ich komme langsam aus der Übung. Bane late game. Und er ist tot. Gut gemacht, die. Du hast erfolgreich den Lee Sin gefeedet. 4-0-3. Na. Die ist auch tot, höchstwahrscheinlich, ja. Liste, was das ist. Ja, so geht's auch. Vielen Dank für den Kill. Dominating 604. Obwohl ich es mir überhaupt nicht verdient habe. Sagen. GG, guys. GG. 604, meine schlussendlichen Sets. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann dementsprechend beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. See you, guys.